Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle bei Kachelmann Wetter. Ja, nach längerer Zeit bin ich auch mal wieder da. Der Lars ist ja im Urlaub, deswegen werde ich diese Woche wieder die Videos übernehmen. Ja, wir starten auch gleich direkt durch. Es gibt ein paar interessante Entwicklungen hinten raus in den Wettermodellen, so zum Monatswechsel. Eventuell tut sich da was Größeres, auch in Sachen erster nennenswerter Kaltlufteinbruch. Schauen wir gleich wieder ein bisschen in die Mittelfrist und den Spekulationsbereich. Zunächst mal zwei Bilder, die wir zugeschickt bekommen haben. Hier die Brunssumer Heide in den Niederlanden. Liegt im Grunde direkt auch nah an der Grenze zu Deutschland. Und wir sehen hier so die typischen Herbststimmungen, die wir haben. Einige hatten ja auch in den vergangenen Tagen mal Sonnenschein und eine schöne Herbststimmung. Viele hatten aber auch längere Zeit Nebel und Hochnebel. Felix hat das Ganze mal von oben hier eingefangen. Ist auch so der typische Blick, wenn man mit dem Flugzeug startet. Dann schaut man eben auf diesen Nebel bzw. Hochnebel drauf. Das heißt, da drüber ist es natürlich sonnig. Das wird auch in den kommenden Tagen manchmal so sein, dass die Berge im Grunde die höchsten Gipfel aus diesem Nebel und Hochnebel hinausschauen, insbesondere im Süden Deutschlands. Wir schauen auf die Entwicklung der Großwetterlage. Was tut sich in den nächsten Tagen? Erstmal so bis Mittwoch. Ja, wir liegen im Grunde erstmal in einer zonal geprägten Wetterlage. Das heißt, so von Westen bis Südwesten gelangen verhältnismäßig milde Luftmassen zu uns. Es schwenkt nochmal so ein Tiefausläufer unter Abschwächung am Dienstag dann über uns hinweg, bevor sich zum Mittwoch dann ja ein Hoch Mitteleuropa aufbaut. Man sieht schon, die ganzen vergangenen Monate hatten wir ja wenig Hochdruckeinfluss. Wann gab es überhaupt mal, auch im Sommer, ein Hochmitteleuropa? Das baut sich jetzt auf, zumindest vorübergehend und kurzzeitig um die Wochenmitte. Was bedeutet das? Wir haben heute erstmal so eine Teilung, dass im Süden wieder einige Nebel- und Hochnebelfelder gibt. Die lösen sich allerdings ganz gut auf, vor allem auch nach Südwesten. Hier erreichen wir dann teilweise in den Nachmittagsstunden wieder Höchstwerte um 20 Grad. Die leichten Regenfälle, die wir jetzt auch noch so Richtung Mitteldeutschland haben, werden sich eher abschwächen. Und später kommt dann so von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wieder neuer, meist leichter Regen auf. Deswegen natürlich unter den dichtesten Wolken, so im großen Nordwesten und Norden, meist nur so 15 bis 17 Grad. In der kommenden Nacht wird es so sein, dass sich die Regenfälle nochmal intensivieren werden. Nichts Großes, aber es regnet wohl auch zeitweise dann mal länger anhaltend. Vor allem von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen bis zur Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern rauf. Das heißt, hier wird es eher eine trübe Nacht und immer wieder nass werden. Sonst weiter nach Süden ändert sich im Grunde gar nicht viel. Vor allem in Bayern nebeln die Niederungen wieder relativ verbreitet ein. Und hier in Bayern wird es auch am kühlsten teilweise einstellig, sonst bleiben wir meistens knapp zweistellig. Ja, am Dienstag wird es so sein, dass dieser Tiefausläufer, der jetzt erstmal ja bis heute Nacht erschleifen wird, so über dem großen Nordwesten, kommt dann als Kaltfront weiter voran. Das heißt, am Dienstag unter Abschwächung kommen dichte Wolken mit zeitweise mal etwas Regen. Die großen Mengen werden es nicht sein. Es gibt auch trockene Phasen dazwischen. Schwenkt im Tagesverlauf weiter vom Nordwesten nach Südosten durch. Die dichtesten Wolken wohl in einem Streifen vom Südwesten nach Nordost, auch so rauf bis zur Ostsee. Später lockert es, vor allem im großen Nordwesten, aber auch im Westen, immer besser auf. Hier kommt die Sonne doch mal verbreiteter durch und hier bleibt es dann auch schon trocken. Die Temperaturen am höchsten nochmal durchaus Richtung Lausitz nochmal eine knappe 20 drin. Hinter der Kaltfront gehen die Temperaturen nur wenig zurück, meist so auch auf 15 bis 16 Grad. Schauen wir jetzt ein bisschen weiter für den weiteren Trend. Am Mittwoch hatten wir gesehen, der Hochdruck baut sich auf, das Hochdruckgebiet baut sich auf, so heißt es richtig. Was bedeutet das? Im Grunde haben wir erstmal die Reste dieses Frontensystems. Das heißt, diese Kaltfront legt sich mit viel feuchter Suppe Richtung Süddeutschland an die Alpen, vor allem zwischen Südschwarzwald, Oberschwaben, aber auch so in Südbayern eher eine trübe Geschichte. Immer mal wieder noch so ein bisschen Regen oder Nieselregen. Hier bleibt es wahrscheinlich den ganzen Tag trüb und kalt. Kaum 15 Grad. Ansonsten die typisch herbstliche Hochdruckmischung, vor allem in einem breiten Streifen, so vom Westen über die Mitte bis in den Osten, sollte sich die Sonne spätestens bis zum Mittag relativ schnell durchsetzen gegen Nebel und Hochnebel. Hier wird es wohl ein ziemlich sonniger Nachmittag dann spätestens. Auch ein bisschen dichter sind die Wolken im hohen Norden, so Richtung Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein. Auch hier ein paar zähe Wolken oder Nebel- und Hochnebelfelder durchaus drin. Ja, mit Sonnenschein dann die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch, aber immer noch recht mild für die Jahreszeit. Fast Ende Oktober dann mit Sonnenschein durchaus mal so 16, 17, vielleicht örtlich sogar mal eine 18 Grad.
insbesondere so in Nordrhein-Westfalen. Ja, jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Wie sieht der große Trend aus? Im Grunde die große Frage wird sein, wie schnell schiebt sich das Hochdruckgebiet nach Osten? Ich will direkt mal den Trend zeigen, bevor ich hier viel mit den Karten hantiere, denn es gibt ein paar Unsicherheiten, wie schnell dann auf den Westen Deutschlands wieder zumindest schwache Tiefausläufer übergreifen. So sollte der Donnerstag erstmal noch das typische Hochdruckwetter bringen. Im Süden wird es wieder am zähesten in den Niederungen. Hier kann es längere Zeit grau durch Nebel und Hochnebel bleiben, aber dann so sollte sich die Sonne doch in großen Landesteilen, vor allem so nördlich der Mittelgebirgsschwelle, ziemlich gut durchsetzen. Das heißt, sie wird es wohl auch recht freundliche Herbsttage geben dann. Im weiteren Verlauf schon ab Freitag die Fragezeichen, greifen später am Freitag schon erste Schauer auf den äußersten Westen über. Könnte sein, dass sogar auch hier noch der Tag am Freitag trocken werden wird. Samstag eher die Tendenz, dass langsam auf den Westen dieser erste Tiefausläufer übergreifen wird. Von den Temperaturen her, nachts, wo der Himmel klar ist, durchaus mal einstellig. So richtig kalt werden die Nächte aber auch nicht für die Jahreszeit. Tagsüber dann, wo die Sonne sich durchsetzt, da können wir durchaus schon wieder Richtung Westen und Südwesten, im Südwesten natürlich abgesehen, wo sich Nebel länger hält, an die 20 Grad Marke rankommen oder sie sogar knapp überschreiten. Ja, das ist so im Grunde ein bisschen der relativ eher unspektakuläre Trend. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Ich will zunächst mal das US-Wettermodell für den Sonntag zeigen. Denn am Wochenende, das ist noch ein bisschen unsicher, wie stark greift die atlantische Tiefdruckzone mit einem Ausläufer dann vor allem am Sonntag auch auf Deutschland über. Also man sieht schon diese Hochdruckzone, die eher noch so über dem Süden Deutschlands liegt. Wie weit greift die noch nach Norden aus? Wie schnell kommt das Tiefdruckgebiet durch? Da sieht es noch ein paar Unterschiede, ob der Sonntag häufiger nass wird von Westen oder ob vor allem im Süden das Hochdruckgebiet noch halten wird. Ich wollte aber natürlich ein bisschen in den Spekulationsbereich gehen, in den weiteren Verlauf, denn da gibt es heute Morgen ein paar interessante Entwicklungen. Ich hatte erst das US-Wettermodell, das kommt ja eher heute Morgen, geschaut. Ja, und das hat eben ein kräftiges Blocking auf dem Atlantik drin und da würde richtig kühle Polarluft dann zu uns vorstoßen mit einer Tiefdruckzone. Also so die erste klassische Lage für einen spätherbstlichen Kaltlufteinbruch. Schnee in den Mittelgebirgen durchaus drin und in den Alpen sogar eine Nordstaulage mit Schnee unter 1000 Meter. Ja, das wäre eben dann mal recht klassisch auch so um den Monatswechsel ein erster nennenswerter Kaltlufteinbruch. Im Tiefland wäre es natürlich eher eine nass-kalte Geschichte. Dann hatte ich das ECMWF-Wettermodell geschaut, hatte gedacht, ja, das US-Wettermodell mal wieder Klassiker mit seinen Kaltlufteinbrüchen hinten raus. Ja, das ECMWF-Wettermodell geht heute in eine ähnliche Richtung. Wir sehen auch hier das Blocking, eher aber so ein kräftiges Hoch Richtung britische Inseln und wir ein bisschen näher an dem Hoch, aber auch deutlich kältere Polarluft, die uns dann von Skandinavien her fluten soll. Also eventuell dann so um den Monatswechsel durchaus was im Busch bezüglich Kaltlufteinbruch aus Norden. Behalten wir das mal im Auge. Ich wollte die Mittelkarten noch zeigen, denn das US-Wettermodell geht auch in seinem Mittel, wenn man jetzt eben diese vielen Ensemble-Lösungen mal mittelt aus dem US-Wettermodell, geht klar hin zu einem kühlen, früh spätherbstlichen Trog, der sich eben über Mitteleuropa breit machen soll, mit einem Blocking, also einem abgeriegelten Atlantik bis nach Skandinavien rauf teilweise. Und das ECMWF-Wettermodell, da war das neue Mittel noch nicht da. Wir erinnern uns, der Hauptlauf, die Berechnung, die eben kam, geht jetzt auch in die Richtung des US-Wettermodells. Aber wir sehen schon, gestern Abend das Mittel hatte dieses kräftige Hochdruckgebiet doch mehr Richtung europäischen Kontinent gedrückt. Und es kommt dann doch häufig so, dass das ganze Muster eher ein bisschen nach Osten verschoben wird, sodass es durchaus möglich ist, dass der größte Kältekelch östlich an uns vorübergeht. Ich will die Unsicherheiten auch nochmal zeigen. Im Großwetterlagenregime hier aus dem ECMWF-Wettermodell, auch hier sind viele Lösungen drin und was für Großwetterlagenmuster werden bevorzugt. Und wenn wir da mal so um den Monatswechsel schauen, sehen wir schon noch sehr große Unsicherheiten. Also mit großer Vorsicht alles zu genießen. Dieses Lilane, das wäre ein Block, ein Hochdruckgebiet auf dem Atlantik. Und dieses Rote, das sind Lösungen, eben je größer der Balken, desto mehr Lösungen berechnen das. Das wäre so ein Blocking über Skandinavien. Und wir sehen schon so etwa 50% gehen auch in die Richtung eines Blockings, aber wir müssen auch im Auge behalten, vor allem dieses Blau, das wäre nämlich eher atlantisch geprägtes Wetter, auch die sind durchaus noch vorhanden, die Lösung. Was ich einfach nur zeigen will, wir müssen mal abwarten um den Monatswechsel, da gibt es eben doch noch größere Unsicherheiten, auch wenn es bei den Hauptläufen vielleicht doch einen Ruck gibt heute.
dass so ein bisschen wahrscheinlicher wird, dass es um den Monatswechsel einen ersten nennenswerten Kaltlufteinbruch mit Schnee in den Mittelgebirgen und dann auch in den Alpen geben wird. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Allen einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen und ciao.